Nachdem unser letztes Video von der Mercedes S-Klasse W140 ganz gut angekommen ist und sich viele Leute dafür interessiert haben, die eigentlich gar nichts mit solchen Autos am Hut haben, haben wir uns gedacht, dann können wir dementsprechend auch noch das dazugehörige Coupé nachreichen. Eigentlich die gleiche Basis wie der S600 oder normalerweise auch unser Modell 600 SE genannt, nur eben als zweitüriges Coupé. Und da haben wir jetzt einen hergenommen, und zwar, das ist ein sogenannter 600er SEC, die erste Version, die rausgekommen ist. Der Name hat sich insgesamt dreimal geändert in der Bauzeit, als das Fahrzeug gebaut worden ist. SEC sieht man als allererstes, hat Mercedes dieses Coupé genannt. Und später dann ist es geändert worden in S600 und am Schluss dann natürlich noch als CL der letzten Version bis 1998. Das Coupé ist 1992 auf den Markt gekommen und die allererste Version, so wie jetzt da steht, ist glaube ich nur bis Mitte 93 gebaut worden als SEC. Danach kam die Umbenennung. Und wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, das leicht modifiziert ist, allerdings nur von einem einzigen Tuner, nämlich von der Firma Lorenzer. Wie man sieht, hat der etwas andere Felgen drauf als die Serie. 19 Zoll haben wir jetzt hier, einen etwas anderen Auspuff, aber auch von derselben Hersteller, von Lorenzer. Und auf der Heckklappe noch einen kleinen Spoiler, auch vom Lorenzer, also alles von einem einzigen recht namhaften Tuner verändert. Und ja, wir zeigen einfach mal dieses Fahrzeug, weil wir doch gesehen haben, dass relativ viele Nachfrage sogar nach den Fahrzeugen ist. Wobei ich auch gleich sagen muss, dieses Auto ist nicht zum Verkaufen. Also es geht nur darum, wenn einer sich für sowas interessiert, als Anhaltspunkt zum Vergleich, wenn er sich ein Auto anschaut, ob es ungefähr in diese Richtung geht wie dieses Auto. Und ob es da irgendwelche Punkte gibt, die man beachten sollte. Und ja, wir zeigen mal gerade die Raffinessen vom Fahrzeug. Es sind doch ein paar schöne Sachen verbaut. Und vor allem auch die schöne Verarbeitung wieder vom Fahrzeug. Ein paar schöne Sachen an dem Fahrzeug zeigen wir jetzt einfach mal. Und zwar, das Fahrzeug hat auch wie der letzte 600 SE auch wieder die Soft Close für die Türen. Das heißt, die werden auch wieder elektrisch angezogen. Und was natürlich ganz schön ist, man kann bei dem Fahrzeug komplett die Fenster herunterfahren. Und zwar ohne eine B-Säule. Das ist natürlich wieder das Besondere am Coupé. Und damit hat man eigentlich nur noch einen kleinen Überhang hinten an hinterm Fenster hier. Ansonsten ist komplett alles seitlich offen. Das macht natürlich so ein Coupé natürlich optisch natürlich auch etwas interessanter als ja, die Limousine jetzt von daher gesehen. Das ist der große Unterschied zu dem 600 SE oder SEL. Und was wir hier noch ganz schön haben, die Gurtbringer bei dem Fahrzeug. Das heißt, sobald man die Zündung einschaltet, fahren rechts und links die Gurtbringer raus. Und beim Angurten geht der Bringer wieder nach hinten. Das gab es ja auch schon bei Vorgängermodell, beim 126er. Und ja gut, dann haben wir auch natürlich schön die elektrische Antenne. Das heißt, sobald man das Radio ein- und ausschaltet, fährt hinten die elektrische Antenne raus und rein. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Innenraum ein bisschen an. Jetzt machen wir mal die Tür mal auf. Und vor allem also die Verarbeitung bei dem Fahrzeug ist auch wieder, ja, richtig schön gemacht, also auch wirklich für nicht nur für kurze Zeit, sondern auch wirklich auf die Dauer gesehen richtig schön verarbeitet. Was man sieht hier außen ganz leicht hier ein bisschen Farbabnutzung, gut, er hat auch blaues Leder, das heißt, das ist ein bisschen komplizierter, das nachzufärben. Man muss schon auf die richtige Farbe Wert legen, wenn man sowas nachfärben will, ist aber kein Problem. Dann wieder das gleiche Material wie beim 600er SE. Alles mit Aluminium-Einstiegsbereich und natürlich ganz viel Holz wieder. Dann natürlich wieder Memory-Sitze, ganz klar.
Und ihm auch wieder die Details wie hier. Aluminium, festgeschraubt mit ganz normalen Schrauben ohne Plastikclips und sonst irgendwas. Dann haben wir hier eine Mittelarmlehne, eine seitlichen Armlehne, einfach zum Auf- und Zuklappen. Ablagemöglichkeiten, funktioniert auch noch alles einwandfrei, ohne irgendwie ja, ausgeschlagen zu sein. Dann hier natürlich auch wieder Lordosenstütze verbaut, elektrisch verstellbar. Und wie gesagt, mit Memory kann man dann auch wieder die Sitzverstellung einprogrammieren. Und man hat sogar auch relativ viel Platz im hinteren Bereich. Also man hat schön Beinfreiheit. Ein Sonnenschutzrollo ist auch verbaut hinten, elektrisch natürlich. Schwarzen Dachhimmel oben. Und natürlich auch noch jede Menge kleine Kippschalter für Fensterheber hinten. Dann kann man hier hinten auch die Kopfstützen vor- und zurückfahren. Ein Ablagefach. Luftausströmer im hinteren Bereich. Ja, und dann immer die schöne Verarbeitung der Materialien hat ihn hier. Leder, wunderschön verarbeitet. Und passend zur Außenfarbe eben bei dem Modell jetzt eben speziell alles in Blau innen. So, jetzt zeigen wir wieder nochmal das Armaturenbrett. Ist eigentlich kein großer Unterschied zur großen normalen S-Klasse Limousine. Drüben wieder ganz normale Lichtschalter. Da gab es natürlich bei der ersten Baureihe noch kein Xenon. Das wurde dann erst, glaube ich, ab 95 sowas angeboten. Ab 95 gab es dann auch das erste Mal bei Mercedes überhaupt ein ESP-System, was bei dem Coupé als erstes Fahrzeug bei Mercedes überhaupt eingeführt worden ist. Was wieder ganz lustig ist, ist hier unten dieser kleine Schalter für die elektrische Lenksäulenverstellung. Und es wird natürlich auch alles schön über Memory abgelegt. Man kann sie nach vor und zurück ziehen. Das funktioniert alles über den Schalter hier unten. Dann unten haben wir dann die Parkbremse zum Lösen. Dann die Feststellbremse ist natürlich auch wieder wie typisch Mercedes bei den Baureihen hier unten den Fuß zu betätigen. Tempomatschalter hier oben an der normalen Stelle, wie es lange Zeit bei Mercedes in dieser Optik gegeben hat. Und ja gut, an den Instrumenten ganz klar, Tankuhr, dann momentane Verbrauchsanzeige hier drüben oben, dann Kraftstofftank und Kühlwasseranzeige. Auf der linken Seite ist dann, rechter Seite ist dann eine Öldruckanzeige. Tachometer, sehr groß und übersichtlich und etwas kleinerer Drehzahlmesser. Und natürlich die schöne analoge Uhr noch mit dazu. Was wir da auch hier als Besonderheit in der Mitte haben, wir haben auch hier eine Standheizung verbaut. Das ist die hier zum einen ausschalten, die dann dementsprechend auch aktiviert werden kann, wenn der Motor ausgeschalten ist. Die ganzen Schalterchen für die hinteren Kopfstützen zum Umlegen, dann die Heckscheibenheizung, ist alles hier in der oberen Reihe und dann drunter die Klimaautomatik und das schöne Becker-Radio eben, das Becker Mexiko, auch so ausgeliefert. Drunter halt dann die Schalter wieder für die Sitzheizung, rechts und links. Was natürlich schön ist, ist das elektrische Sonnenschutzrollo. Da können wir mal drauf drücken, wie das funktioniert dann. Geht also auch noch einwandfrei. Fensterheber hier in der Mitte. Und natürlich der Spiegelschalter. Wieder wie bei dem großen S600 SE, bei der Limousine, mit Innenspiegel elektrisch verstellbar. Dazu dreht man ihn einfach auf die Mitte. Und jetzt kann man ihn elektrisch hier oben tatsächlich bewegen. Genau, und natürlich den anderen Spiegel rechts und links. Dementsprechend, wenn man ihn nach links und rechts verstellt, dann haben wir auch das Automatikgetriebe, Vierganggang-Automatik. Und hier hinten noch Überblendregler für die Lautsprecher. Ja, und ein paar Ablagemöglichkeiten haben wir im Auto auch drinnen. Große Box hier
bisschen Holzabdeckung. Und oben drin kann man sogar noch mal was reinlegen. Das Mittelarmlinie natürlich auch zu benutzen. Geldbeutel, Handy und alles kann man da reinlegen. Was man hier auch hier sieht, ganz wenig optische Abnutzung. Kann man, wie gesagt, wieder mit etwas Werbemittel wieder hinbekommen. Ansonsten hier vom Lenkrad aus auch fast keinerlei große Abnutzung zu sehen. Nach wie viel Kilometer haben wir jetzt auf? 105.000 Kilometer, ja. Das erste Erstlieferung in der Schweiz gewesen und ist dann aber nach einiger Zeit nach Deutschland gekommen. Ja, und jetzt eben im Privatbesitz. Und auch wenn er in dem Fall jetzt nicht komplett vollgetankt ist, es ist kein Händlerfahrzeug, wie wir darauf hingewiesen worden sind. Das erkennt man immer anhand des nicht ganz vollen Tanks. Bei dem Auto lassen sich die hinteren Kopfstützen auch einzeln raufklappen. Und zwar einfach nur eine einzige betätigen. Da fährt auch wirklich nur die eine Seite hinauf und natürlich dementsprechend auch wieder runter, wenn man es nicht mehr benutzen will. Und auf der anderen Seite das gleiche. Den anderen Schalter dementsprechend drücken. Und die andere fährt auch rauf und runter. Funktioniert also auch alles einwandfrei. Sollte man auch beim Kauf kurz mal testen, weil um das dann wieder zum Funktionieren zu bringen, wenn irgendwas nicht passen sollte, ja, das ist manchmal ein bisschen Spielerei. Jetzt schauen wir mal unter den Kofferraumdeckel. Das ist aber dem auch ganz schön gemacht hier. Hat man hier den Öffner und oben drüber fährt dann so ein kleiner Griff raus. Und auch hier wieder alles schön verkleidet mit Teppich rundherum. Und unter dem ganzen Teppich ist dann sogar noch ein kompletter kleiner Werkzeugkasten. Da hat man also wirklich, wenn man eine Panne hat, zumindest die gängigen Werkzeuge mit an Bord. Ist ja heutzutage auch nicht mehr Standard. Heute gibt es höchstens noch eine Notrufnummer zum Wählen, wenn irgendwas kaputt sein sollte. Aber Werkzeug gibt es nicht mehr allzu viel an den heutigen Fahrzeugen. Und natürlich hier oben das bekannte Warndreieck. Natürlich auch bei den allerersten SECs, die verkauft worden sind, ist dieser schöne Peilstab zum Einparken, der fährt beim Rückwärtsgang einlegen, hinten pneumatisch aus, nicht wie ich letztes Mal gesagt habe, elektrisch. Guter Hinweis von einem, der sich das Video angeschaut hat. Und das gab es wie gesagt nur bei den allerersten SECs. Und man muss auch wirklich sagen, sie bringen leider auch bei diesem Coupé nichts, man sieht sie also rein überhaupt nicht. Jetzt natürlich wieder ein Blick unter die Motorhaube. Dabei ist aber im Grunde genommen genau das gleiche wie beim 600er SE. Wieder der schöne Vierventil V12 Motor. Die Haube lässt sich wunderbar öffnen über diesen kleinen Hebel unterhalb des Mercedes-Sterns. Und da ist wieder dieser sehr schöne Motor. Optisch sehr schlicht gehalten. Aber man sieht auf den ersten Blick, was man da wirklich unter der Haube hat. Nämlich wirklich 12 Zylinder. Mit in dieser Version 394 PS. Das heißt, das ist die etwas abgemagerte Version. Zugunsten des Klimas sozusagen hat man damals schon angefangen, diesen Motor von 408 PS im Coupé von vornherein nur mit 394 PS anzubieten. Aber immerhin auch ausreichend für abgeriegelte 250 km/h. 0 auf 100 in ungefähr 6,5 oder 6,6 Sekunden circa. Das ist eigentlich absolut ausreichend. Ja, und was man da beachten sollte, was ab und zu Probleme gegeben hat, sind der Kabelbaum natürlich. Wenn der wirklich mal Probleme macht, dass er unrund läuft oder so, kann es sein, dass es am Kabelbaum liegt. Muss natürlich nicht sein, hat auch genug andere elektronische Sachen, die dazu führen können, aber hin und wieder hört man davon. Aber ansonsten muss ich sagen, also wir hatten noch keinen einzigen Motor offen in der Zeit,
die wir ein paar von diesen Fahrzeugen hatten. Einzig nur einmal eine kleine Undichtigkeit an einem Automatikgetriebe. Das war aber das Einzige. Und ansonsten dadurch, dass er auch keine solche Sachen hat wie ja, elektronische Fahrwerke oder sowas, das fällt bei dem Modell natürlich alles weg. Und wie gesagt, die allerersten SECs hatten auch noch nicht die Elektronik, die dann später dann kam mit diesen, ja, mit den anderen Automatikgetrieben, mit extra ESP-System und so weiter. Natürlich auch Xenonscheinwerfer, was es hier noch nicht gab. Hier gab es einfach noch die alten Wischerchen hier unten. Mit etwas Wasser und Scheibenwischer hat man die Scheinwerfer damals eben am Anfang sauber bekommen. Von daher gesehen sind die allererst natürlich schon auch interessant, weil einfach nicht so viel dran ist an den Autos, was über die längere Zeit eventuell kaputt gehen kann. So, jetzt geben wir einfach mal ein bisschen Gas auf der Landstraße, von 70 aus heraus mit Vollgas, mit Kickdown und lassen das Gas ein bisschen stehen. Man sieht, das Fahrzeug beschleunigt typisch wie ein Zwölfzylinder, ohne Anstrengung und ganz gleichmäßig. Aber eigentlich relativ untypisch, doch von der Akustik ganz gut wahrnehmbar. Das heißt, da sind manche andere Zwölfzylinder, gerade jetzt, wenn ich an BMW oder sowas denke, die 750er, 850er, ein bisschen ruhiger. Gut, die haben auch nicht all so viel Leistung wie das Fahrzeug hier. Und man darf auch nicht vergessen, das Fahrzeug hatte annähernd oder ziemlich genauso viel Kilowatt wie der 12-Zylinder vom BMW PS gehabt hat. Also der hat jetzt 300 kW und der 12-Zylinder zu dem damaligen Zeitpunkt vom BMW hatte gerade mal 300 PS. Also der darf ruhig ein bisschen lauter sein, der hier verbaute M120 E60 Motor, den Mercedes genannt hat. Was auffällt bei dem Fahrzeug ist wirklich diese Abstimmung von Lorenzer. Das heißt, er hat ein anderes Fahrwerk von Lorenzer mit den 19 Zoll Rädern. Das macht sich jetzt gerade beim Lenken bei so engen Kurven richtig bemerkbar. Das heißt, man kommt da um einiges flotter rum als mit dem, ja, mit dem normalen Serienfahrwerk, das ja normalerweise bloß 16 Zoll Räder hat und relativ Ballonreifen hat. Man merkt da so schön jetzt, wie man einlenken kann und das Fahrzeug trotzdem schön straff bleibt und ja, sogar recht schön sich um die Kurven rumschmeißen lässt für so ein großes, schweres Fahrzeug. Also macht sich schon bemerkbar, dass der Umbau von Lorenzer in dem Fahrzeug hier eingebaut ist. Und ist natürlich damit auch mit mehr Fahrspaß verbunden.